Bah, begrüße. Wir haben im letzten Video. Warte mal, den Flur putzen. Jetzt ist wieder gesagt. Im letzten Video habt ihr gesehen, dass da hinter der Kiste was sich verbirgt. Ja, ich habe mir wieder eine Spaßsäge gekauft. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, gell, unter Woltweistl zusammengeschrieben, klein, ganz normal, haben eh schon gesehen, also die Sorge haben sie noch nicht gesehen, aber da sie was gekauft haben. Und ja, ich habe wieder eine Motorsäge gebracht, eine 372er. Ich habe eine 372er gehabt, die hat einen Verreiber gehabt und so einen war sogar von angewiesen. Ich habe sie eh schon ein paar Mal gesehen, den gelben. American West Coast Griff, wie man das sagt. Na, die Ostkrallen nehmen wir Gott sei Dank hingekolten. Ja, und jetzt habe ich mir das so kaufen müssen. Ist eine gebrauchte, was will haben. Vielen Dank nochmal an Michael. Der hat sich gehabt, ich habe sie jetzt einmal durchgeschaut, durchgeputzt. Das war vorher mit Alicat. Benzin, also mit den Aspen ist gefahren worden, ich habe noch alles durchgeputzt, ich habe Benzin reingebracht, alles einmal durchlaufen lassen, trocken ohne, also durchgezogen. Und ja, das ist er jetzt. Ta-ta-ta-ta! Ja, mit, gell? Wichtig, Griffheizung, das Wichtigste, das einzige Luxus, den der Motor so kommen kann. Ja, warum die so? Ich hab einfach eine gehabt einmal früher, die hat mir so getaugt und jetzt wollte ich wieder eine haben. Das ist der einfache und einzige Grund. Doppelte Ostkrallen wieder drauf, der große Luftfilter. 50er Schwert, wichtig, Griffheizung ist auch. Das ist einfach ein geiler Krempel. Der ist einfach geil. Ja, ich habe das auch viel haben, habe ein bisschen gesucht. Denk, wo war die drin? Baujahr 17, so neu aus mit all. Jetzt sind sie mittlerweile leider ausgelaufen, wegen die Abgasnormen. Ja. Ich wollte einfach wieder so einen Häfen haben, einfach nur damit den hab. Hat keinen Grund. Und der Häfen geht gut, der geht echt gut. Mal gleich mal umlos. Ja, auf jeden Fall, geile Sock. Das nächste, das kommt, dann wieder das auf, weil es einfach geil ist, das 70er Schwert. Na, morgen wird bei den Eschen schneiden. Und da nehme ich die Sorgen mit und nachher wird schon sehen, um was es da geht. Auf jeden Fall, kommt jetzt immer Sonntag und Mittwoch ein Video. Mittwoch wäre so meistens ein Video von der Arbeit rein dann und Samstag eher irgendein Vorstellungsvideo oder sonst irgendwas. Oder irgendeine Spezialgeschichte. Ja, so werden wir das machen. Auf jeden Fall. Müsst unten den roten Schriftzug, wo abonnieren steht, da müsst draufklicken, nachher verpasst kein Video mehr, gell? Eben, wie gesagt, derzeit voraussichtlich haben wir Mittwoch und Samstag, und wenn es einmal nicht kommt, nagelt es mir bitte nicht fest, gell? Ist so, haben auch oft was anderes zu tun. Aber ich schaue, dass ihr halt so viel als möglich. Ja, nachher kommst du da dazu, zu den anderen Gerätschaften. Ja. Die muss jetzt noch ein paar Wochen durchhalten und nachher kommt sie in den Teilreiniger rein, damit sie wieder so ausschaut wie die. Dann werden wir es einmal neu machen, wie neu.
Jo, so ist das. Mit der Sorge, was ich mit der Sorge machen? Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, weiß ich nicht. Wer will die haben von euch? Wer will irgendwer haben? Das sie günstig hergeben. Ich weiß nicht, was ich mit der Schwentern soll. Nicht, weil es der Stil ist, überhaupt nicht deswegen. Aber ich weiß nicht, das ist eine kleine Sorge, 181er. Ich glaube 30 Kubik oder was, keine Ahnung wie viel. Sein Staudenstein reicht, aber für das, was wir sie brauchen, ich sie nicht. Ist halt so. Falls irgendwer haben will, können sie unterschreiben und nachher können wir in Verhandlungen treten, falls irgendwer haben will. Weil ich brauche sie eigentlich nicht, wenn ich keinen Sock brauche, und ich die 55er sind es dann Brettlern abschneiden und so sagen. Oder vielleicht ein Polter-Markus-Sock, weiß ich auch nicht. Aha. Schauen wir mal. Ja. Ah, da hängt ja noch ein Sock drauf. Da drüben. Draußen hängt da noch drauf. Überall hängt ein Sock. Und da habe ich noch was Cooles gekauft jetzt den Tag. Was da wichtig ist, das da ist wichtig mit den Taiwan. Einen uralten Krempel. Aber er funktioniert. Wieso nicht? Der funktioniert tadellos. Hat glaube ich 8 Geschwindigkeiten. Und hat immer schon eine gebraucht und hat nicht gar viel gekostet. Licht hat es drauf. Das ist wichtig. Jo, ich würde sagen, wir sehen wir uns im nächsten Video. Bam, bam, bam. 372 ist schon voll. Ich glaube, 372 ist schon voll. Passt. Tschaußen.